Und damit herzlich willkommen zurück zu The Evil Within, Kapitel 11, Wiedervereinigung. Das sieht ja krass aus, wo wir jetzt gelandet sind. Wir bedenken mal, wo wir das letzte Mal waren und jetzt. Das sieht fast nach der wirklichen Welt aus. Wir sind draußen, also fast draußen in der Stadt oder so. Das ist neu, das ist krass. Ich bin ja mal gespannt. Aber sobald wir die ersten komischen Monster sehen, dürfte uns klar sein, dass wir noch lange nicht aus der Gedankenwelt dieser armen, gekrankten, geplagten Seele sind. Na, mal schauen. Wow. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Das ist ja mal krass, oder? Wir sind draußen in der Stadt. Aber ich will... Boah. Aber ich will das nicht glauben, was ich da sehe. Also ob das wirklich passiert ist oder wir immer noch in dieser Gedankenwelt gefangen sind. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir überhaupt hin wollen. Also ich habe natürlich noch alles dabei. Insofern schon mal gut. Das Karussell funktioniert noch. Das ist doch gut. Wir sollten zum Karussell gehen. Komm. Sogar die Musik läuft noch. Och, da darf ich nicht hin, wie gemein. Doch, vielleicht darf ich hinschwimmen. Dann gibt es ein kleines Easter Egg. Dann setzt sich der Sebastian auf so ein Pferdchen. Hm? Nein? Schade, ich hätte das süß gefunden. Oh Mann. Oh Mann. Okay, aber ich werde da nicht hinkommen. Nee, das kann es nur bewundern. Ja. Ich nehme an, es wird eh nur einen Weg geben. Also laufen wir einfach mal. Wiedervereinigung klingt ja im Grunde durchaus optimistisch. Positiv vor allem. Also vielleicht treffen wir endlich mal wieder Joseph oder Kidman. Wow, 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 wow. Fragt sich nur, wie wir sie wiedersehen. Vielleicht treffen wir uns auch alle im Jenseits. Das wäre dann ein Beispiel für keine gute Wiedervereinigung. Ich muss da wahrscheinlich durch, oder? Ne, da geht's gar nicht. Okay. Dann mal hier weiter. Ach, was läuft denn gerade im Fernsehen? Im Kino meine ich natürlich. Black Hair Curse. Oh, das ist so ein typischer japanischer Horrorfilm. Würde ich mir sofort angucken, ganz ehrlich. Black Hair Curse. Kann auch gut sein. In der Hauptrolle, Laura! Ja, okay. Schön! Das finde ich super, was hier passiert. Okay, nächster Horrorfilm. White Fog. Aha. Mensch, es läuft nur Horrorfilme in der Kiste. Also das würde ich mir auch mal wünschen. Ich muss immer monatelang warten, bis im Kino mal wieder ein guter Horrorfilm kommt. Kaffee ist noch geöffnet. Krieg ich einen Kaffee? Eher nicht, ja. Okay. Krass! Ich meine vor allem, warum? Naja, weiter. Fast schon schön hier, wenn man das Wasser plätschern hört hier, da. Bilden sich ja ganz neue Naturgewalten. Ist es nicht wunderbar? Naja, fast. Ist einfach nur ein hässlicher Rohrbruch hier. So, das ist keiner drin oder so. Ich verpasse die Action, weil ich mir das falsche Auto angucke.
Nein, der Schulbus. Na, zum Glück waren keine Kinder drin. Das wäre böse gewesen. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch? Was ist denn hier draußen nur los? Ich will wieder zurück in die Horrorwelt. Da draußen ist ja noch viel schlimmer. Hi, da draus. Ein bisschen ducken hier, so. Oh Mann, warum habe ich mir das eben gerade gewünscht? Warum? Warum? Komme ich nochmal raus? Ja, noch könnte ich nochmal... Willst du nochmal frische Luft schnappern? Vielleicht ist es das letzte Mal in diesem Kapitel. Naja, mal abwarten. Okay, und schon fühlt man sich wieder irgendwie in altvertrauten Gefilden. Oh, wie ramponiert hier alles ist. Aber man weiß auch noch nicht wirklich, wieso, weshalb, warum, ne? Also es... Das große Ganze. Also klar, wir haben über die Motive von Ruvik erfahren, wir verstehen das Leid, etc. Komische Experimente und so weiter. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, dann bin ich immer noch am Grübeln, was. Wie es dazu kommen konnte überhaupt. Ich meine, was ist das für eine gewaltige Kraft, die hier im Gange sein muss? Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Aber na gut. Da können wir doch nachladen, oder? Genau. Also schön mitnehmen. So, jede Menge Bücher, aber wir können deren Inhalt nicht erkennen. Was gibt's denn heute in der Jukebox? Ach komm, spiel mir irgendwas. Ich hab schon gedacht, weil die so schön voll, so bunt aussieht, dass man da was machen kann mit ihr, aber nö. Schade. Ich nehme die Waffe. So, was haben wir hier? Die Niagara-Fälle. Ja, das ist bestimmt gerade schöner wie hier. Oh, Bolzen. Ich werde wieder auf was vorbereitet, das ist ganz offensichtlich. Telefon ist wahrscheinlich tot. Probiert er es gar nicht. Wen sollte er auch anrufen? Okay. Will ich hier überhaupt hin, oder? Da war doch noch ein Weg, oder? Oder kam ich daher? Ich glaube, da kam ich her, ich Idiot. Hier will ich hin. Okay, noch sind wir ganz alleine. Also es ist schwer jetzt zu sagen, in welcher... was ist das denn? Oh, das sah eben gruselig aus, wie so ein Kind. Kinderkopf. Sieht immer noch wie ein Kinderkopf aus. Was ist denn das genau? Das hat mich gerade, also so von der Ferne sah es gruselig aus. Jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt ist es, ja, je näher ich komme, desto mehr sehe ich, dass es was anderes ist. Ja, das ist einfach nur ein Plakat oder was. Na gut. Ja, ich denke schon, dass wir noch in dem Kopf des Typen sind, weil keine Menschenseele, keine Leichen. Unnatürliche Bewegungen der Häuser und allem drum und dran. Und nur ich hier ganz alleine, das kann kein Zufall sein. Aber ich find's toll, dass sie auch mal ein Außenareal gemacht haben. Wenn auch... Stark lineal, linear. Mann. Bitte nicht noch mehr zerdrücken jetzt. Das wäre äußerst unnett. Ja, jetzt ist natürlich dicht, ne? Da kommen wir auch nicht mehr zurück. Na, Ladies, was verkauft ihr? Ja, also spätestens jetzt sollte klar sein, wir sind definitiv noch in der kranken Hirnwelt. Weil wo diese Puppen sind, da kann... Also bitte. Aber ich hätte auch eigentlich nichts anderes erwartet. Oh, ein Erste-Hilfe-Kit, das ist schon mal gut. Das werden wir brauchen. Teile. Och, wir haben ganz viele Schleimdinger. Ich würde so gern mal wieder in die Klinik kommen. Aber na gut, neues Kapitel, da lässt sie ja normalerweise nicht lange auf sich warten. Da freue ich mich schon, was sie uns dann diesmal zu berichten hat. Die gute. Ich höre etwas.
klingt nach Monster. War ja zu erwarten, dass die Ruhe nicht ewig hält. Wegen Überlebender. Es gibt hier natürlich nur Tote. Zumindest Viecher, die tot sein sollten. Mal gucken, vielleicht habe ich die Chance, sie zu ersneaken. Oh Gott! Mann, warum kommst du einfach um die Ecke? Was hast du da auf dem Rücken? Am liebsten würde ich ja drauf schießen, aber das funktioniert natürlich nicht. Lieber weggehen, nicht, dass diese Flasche jetzt gleich explodiert. Hallo? Stirb. Wie krass, da steht der einfach nochmal auf. Okay, die Flasche, ich weiß nicht. Entweder ist es egal, wenn ich es verbrenne. Oder es passiert halt nur was, wenn ich drauf schieße. Okay, alles klar. Gib mir doch ein bisschen mehr die Möglichkeit zu sneaken, Leute. Es macht mir viel mehr Spaß. So wie bei The Last of Us. Das hat Style hier, der Zombie. Wie in Resident Evil 2. Nur, dass sie dann auf einmal durchbrechen, wenn man an ihnen vorbeiläuft. Tja, wird es hier auch so passieren? Lassen wir es drauf ankommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn da schießen kann. Das ist mir auch die Muni gerade nicht wert. Vielleicht kommt er auch gar nicht durch. Oh yeah. Ich sehe es jetzt schon, wie er durchbricht. Genau. Leute, das ist wie in Resident Evil 2. Wenn jetzt da in dem Kofferraum was drin ist und ich hole mir das, dann müsste der Zombie rauskommen. Okay, in dem Kofferraum ist nichts drin. Aber es hat mich mal wieder dran erinnert. Ziemlich am Anfang vom Spiel. Ihr wisst sicher, welche Szene ich meine. Gut, ich höre jetzt aber leider noch mehr und mehr Zombies. Das gefällt mir gar nicht. Der steht gerade so günstig. Aber ich nicht. Verdammt. Jetzt aber. So muss man das auch mal machen. Das ist eigentlich eine gute Stelle hier. Also eine gute Gegend, um zu snipern, fällt mir gerade so auf. Ich weiß halt nicht, ob ich da durchschießen kann. Ich probiere es jetzt halt mal. Drückt mir die Daumen. Ja, es geht. Wie cool ist das denn? Da hinten sehe ich noch einen. Guck mal, er guckt mich an. Er mich anstarrt. Sein leerer Blick. Shit, der ist aber... Der hat einen Kopfschutz. Nee, das treffe ich nicht. Das treffe ich so nicht auf die Art. Mal gucken, ob ich dem auch eine Kugel verpassen soll, bevor er irgendwie rauskommt. Auf den Keks geht er mir ja schon. Ich habe mich so entschieden. Okay, aber der Typ da hinten, na, ich würde so gerne den auch treffen. Vielleicht jetzt? Ja! Nee, doch nicht. Sobald ich hochziehe, ist seltsam. Aber trotzdem, es könnte gehen. Jetzt muss ich nur warten, bis das Rumgewackel auf seine Stirn trifft. Oh, schade. Das hätte eigentlich gepasst, aber ich denke, das ist zu genau genommen. Also, das werde ich nicht schaffen. Dann haben wir uns das ja schon mal ein bisschen vereinfacht, wenn da jetzt nur noch einer ist. Der steht immer noch wie blöd da. Ich traue mich das jetzt nicht nochmal. Auch wenn es vorhin geklappt hat durch das Gitter, aber... Es ist ja jetzt nur noch einer, den können wir vielleicht auch... ...killen, auf altbekannte Art und Weise. Da, wo der eine Zombie war, ich befürchte, ich habe da jetzt was übersehen, ha? Kann das sein? Du bist... Bist du ein Mensch? Moment, den muss ich mir mal genauer betrachten. Wo ist er denn jetzt? Ja. Was macht der da? Ist das ein Überlebender? Ah nein, ach du frisst deinen Buddy, okay. Okay, alles klar. Dann tut's mir ja leid für dich. Ein Überlebender! Wir sind hier in Evil Within. Was ich noch hoffe hier. So. Da steht immer noch der eine, aber ein Gitter ist auch dazwischen, also kommt da erstmal auch nicht zu mir. Na. Kommst du hier irgendwie durch? Ich wüsste ja eine Möglichkeit, wie du hier durchkommst. Oh, ja. So geht das natürlich auch.
Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Du bist ja nackt. Warum zum Teufel bist du nackt? Meine Güte. Ja, okay. Also es läuft ganz gut, aber die Tatsache, dass wir schon wieder so wenig Munition haben, lässt mich ein wenig frösteln. Das behagt mir nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich übersehe eine Menge. Ich muss nochmal zurücklaufen. Das gefällt mir sonst nicht. Ich spiele hier mal rein. Na gut, das bringt nichts. Aber... was war das? Ach so, eine Pflanze. Ah, Kisten. Nur ein bisschen ungewohnt, dass die Kisten jetzt so aussehen, die man zerdeppern kann. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So. Gehen wir nochmal hier lang. Ich kann ja nicht so stylisch da drüber klettern, oder? Nee. Das können nur Zombies. Fies. Ah, genau, hier rein. Das war die Stelle, wo wir den... Wie jetzt? Okay, schade. Was ist hier rum? Hier ist nichts. Na, immerhin ein bisschen Munition. Wollen wir das mal nicht nichts nennen, ne? Oh ja, darf ich fahren? Ach komm. Wofür habe ich einen Staplerschein gemacht? Damals. Meine Ausbildung. Lange, lange ist her. Nee, nee, nee. Hm, da könnte ich hoch. Was ist denn mit der Tür? Auch verschlossen. Was ist denn jetzt los? Oh, das ist aber nett, dass du mir die Tür aufmachst. Da wollte ich nämlich hin. Oh Gott, scheiße. Problem. Ich weiß natürlich auch, wo ich bin. Was hast du da für eine Waffe? Moment mal, kommt ihr von da? Anscheinend. Ah, von allen Seiten. Das gefällt mir noch gar nicht. So, hier müsste ich eine gewisse Übersicht haben. Ja, kommt mal alle. Alter, sind wir hier im Neandertal oder was? Stirb. Und du bleibst liegen, wenn ich dir in den Kopf schieße. Das gilt auch für dich. Kopfschüsse sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nein! Oh, da habe ich es nicht mehr geschafft. Stirb, ey. Oh, ich sehe nichts. Ist da weg? Super, ey. Voll die Muni verballert. In so einem einzigen Arsch. Hä? Wieso bist du jetzt... Okay. Ja, komm halt wieder. Ah, den jetzt treffen, der ist so klein. Yay. Festgenagelt. Schön. So, kurze Unterbrechung gehabt. Hier bin ich wieder. Und weiter geht's. Ja. Festgenagelt, sehr gut. Haben wir gut gemacht. Jetzt holen wir uns das Zeug von der Meute. Du bist wirklich tot, ne? Wie er da hängt, finde ich toll. Okay, jetzt wechseln wir erstmal wieder. Ja, auf was wechseln wir denn? Alles ist leer hier. Das ist ja furchtbar. Ah, ein bisschen Munition. Danke. Zwei süße Schuss. Da waren wir noch nicht. Da wollen wir auch noch gar nicht hin. Ist die Tür jetzt auf? War das so eine allgemeine? Nee, okay. Dann halt nicht. Hier ist nichts. Sag mal, die werden ganz schön geizig, was der Zombie-Loot angeht. Hier waren doch noch deutlich mehr Zombies. Ich krieg nichts. Toll. Finde ich ja ein bisschen fies. Oh, na gut, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Das ist der, den wir erschossen haben, nicht wahr? Der hat einen altmodischen Schlüssel. Ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Das ist gut, dann kommen wir wohl jetzt auch durch den anderen. Ach, Leute. Wie soll ich denn die jetzt machen? Was? Habt ihr den Arsch offen? Wie soll ich das machen? Ich hab nichts mehr. Ach komm, das... Na gut, da liegt Muni. Aber trotzdem, es ist übertrieben gerade. Ja, mit der MG, natürlich. Wird ja immer lustiger mit euch. Oh Mann, ich finde da was blöd. Können die mich nicht ganz klassisch beißen, oder... Mein Gott, so eine Keule ist ja noch in Ordnung. Mit einer MG da rumfuchteln. Fühle ich mich echt wie im falschen Film. Na gut.
Als erstes tun wir uns mal eine Heilung. Toll, ist die einzige. Zön! Super toll. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, genau, da wo die Action angefangen hat. Super. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ey, ich müsste einfach mal mehr Muni sparen. Aber der wird mich jetzt auf ewig verfolgen, der Idiot. Also kann ich keine Muni sparen. Och, Mann. Ist das doof? Ja, das machen wir schön, ne? Das habe ich voll drauf. So. Ich hoffe, der steht nicht mehr auf. Steht er nochmal auf? Ich meine, das tut doch schon... Wo kommst denn du hier? Ah. Stirb doch einfach. Unglaublich, was die aushalten. Der könnte sogar nochmal aufstehen. Ah, nee, doch nicht. Shit. Er hatte schon was für mich. Er wäre nicht mehr aufgestanden. Das war umsonst. Eigentlich könnte man solche Bolzen ja wiederverwenden, ne? Oh. Nicht vergessen. Die Heilung. Die wurde ja nicht mitgespeichert. Okay. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So rein zufällig. So, jetzt aber das Zeug mitnehmen. Soweit wie es geht. Und da muss ich mir einen Plan machen, wie ich das mit so wenig Muni diese Massen erledigen soll. Das ist doch verrückt. Und es ist so... Da denke ich jetzt einfach so, ah, jetzt habe ich so schön gecleant. Kann den absnipern, kann den schon mal machen. Und dann bringt mir das halt so wenig. Das ist schon ärgerlich. Kannst du mir nicht den Schlüssel freiwillig geben? Ach nee, der hatte den Schlüssel, der da. Du nicht. Ja, ob da jetzt einer mehr rausgeschossen kommt oder eben nicht, das ist auch relativ egal, finde ich. Versuchen wir die doch, ja genau, versuchen wir die doch auf die alte Art zu machen. Dann spare ich wenigstens Sniper-Muni. Aber ich befürchte, mich sieht bereits einer, wie ich hier rundherum hantiere. So, wer jetzt alles mitbeobachtet? Sonst keiner, das wäre episch. Da, den könnte ich zum Beispiel auch ganz lässig nehmen, wenn der eh am Fressen ist. Hat er mich gehört? Hat er mich gehört? Er guckt so aufmerksam auf... Ne, er frisst noch, okay. Aber der eine Zombie könnte den anderen warnen. Ich meine, sie können MGs benutzen. Warum sollten sie sowas nicht tun? Der hat mich schon gesehen, ne? Egal, ich werde trotzdem versuchen, mich jetzt anzuschleichen, auch wenn der andere jetzt kommt. Sehr gut. Der andere ist schon hier, oder? Nein? Doch, er ist gerade hergesprungen. Oh ne, die nehmen wir nicht. Ihn immer nicht. So. So, und gleich verbrennen. Gut. Haben wir sogar... Oh, alle drei auf einmal erwischt. Hey, 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 hey! Junge, verbrenne einfach. Verbrenne einfach. Alles cool. So, das war ja schon mal ein bisschen effizienter, möchte ich meinen. Was ist, wenn ich eigentlich hier hochgehe? Nur eine schöne Aussicht, oder gibt es hier noch was für mich? Hier könnte man halt auch wieder gut snipern, ne? Ah ja, genau, dann bin ich wieder hier, alles klar. Ja, was... Ich finde das so blöd, ganz ehrlich, dass hier aus dem Nichts dann einfach Zombies erscheinen. Wo kommen dann die Massen denn wieder her? Es wird nicht mal ansatzweise versucht darzustellen. Auf einmal sind sie einfach alle da, ich finde das furchtbar. Nee, wartet mal, machen wir auch auf die alte Art. Der Trigger-Effekt ist ja, wenn wir diese Tür hier... versuchen zu benutzen, deswegen machen wir das noch nicht. Wir holen uns den ganz klassisch. Wenn wir das schaffen. So, macht er jetzt kehrt oder will er noch weiterlaufen? Er macht kehrt, okay, das ist unsere Gelegenheit. Shit, da muss ich durch. Oh, ich weiß nicht, ob das aufgeht. Ich weiß nicht, ob sich das aufgeht oder ob er sich gleich umdreht. Jawohl, gut. So. Gut, 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 gut. Ja, das war's soweit. Kisten noch. Oh. Noch etwas?
Nee, das war's, ne? Was macht dann jetzt? Ah, okay, ich dachte schon. Okay, probieren wir es jetzt einfach noch einmal. Da liegt auch noch Muni. Nachladen. Erstmal das Nachladen. Können wir die auch noch mitnehmen? So, sehr gut. Hier ist auch nachgeladen. Okay, sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Warte mal hier. Die will ich jetzt nicht haben im Eifer des Gefechts. Ich hätte gerne diese normalen Bolzen. Die finde ich für normale Zombies absolut ausreichend. Also, die meine ich. Oh, komm, warum nicht, wenn wir es können. So. Da liegt noch was. Granate ist auch so eine Sache, die ich eventuell bei der Masse benutzen möchte. Ja, dann muss das Snipergewehr mal kurz raus. Schade, dass wir nur eins haben. Das ist eigentlich die Idee, dass ich da so eine Granate benutze an der Stelle. Okay, möge es beginnen. Also wie war das? Wenn ich jetzt hier versuche, dann kommen sie von da und von da. Also bleibe ich am besten da stehen, wo ich bin. Zücke die Waffe. Und los geht's. So, ihr Pappnasen. Dann geht's mal los, ne? Wie, nur einer? Den mache ich schon so. Okay, jetzt können wir wechseln. Wenn ich jetzt schnell genug wäre, dann... natürlich nicht. Lass den Mist. Ab jetzt... Schaff's doch einmal. Ja, zwei auf einmal. Sehr gut. Und den machen wir jetzt mit der Muni. Sehr gut. Aber der steht bestimmt auch nochmal... Obwohl... Ich glaube, er hat... Hat er mir was hinterlassen? Er sieht aus wie so eine Fuchtelleiche, so, ne? Ups, ups. Bist du tot? Ich glaube, er ist tot. Gut. Das war sehr effizient. Perfekt nahezu. Viel besser wie das letzte Mal. Jetzt haben wir auch noch richtig viel Munition. Für das, was da hinten kommt. Sehr gut. Na dann, weiter geht's. Uiuiui. Ui, ui. So, die Tür ist offen. Der Trigger-Effekt ist uns ja... Ah, Moment, den habe ich ja jetzt leer. Den habe ich leben lassen. Ja, okay. Aber das ist ja jetzt... relativ wumper. Wenn er gleich hinfällt. Sehr gut. Ja, stolpern kann so tödlich sein. Da konnten wir nochmal gut Munition sparen. Okay, der hat nichts für mich. Dann geht's weiter. Holen wir es in anderen Kram. War da noch was? Scheinbar nicht.